Hallo liebe Videofreunde, liebe YouTuber, ich habe hier heute einen kleinen Test vorbereitet. Da um den Test geht es um Stopfmaschinen für Zigaretten zum selber stopfen. Hier haben wir einmal so einen stinknormalen schwarzen, den man überall zu kaufen kriegt, ungefähr 6 bis 7 Euro. Die sind schon gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir ein ziemlich neueres Modell, ist noch gar nicht so lange auf dem Markt, erst seit ein paar Jahren. Habe ich mir auch erst vor kurzem angeschafft. Da ist der Preis liegt bei 33 bis 35 Euro, je nachdem wo man sich das kauft. Und dann haben wir hier so einen schönen, der funktioniert, weiß ich nicht, ob man das gut sieht, hier mit einer Spindel. Da wird dann halt dann raufgesteckt, die Hülse, die Spindel transportiert es rein. So, das Ganze wird jetzt einmal getestet. Der funktioniert übrigens mit Strom. Das Ganze wird getestet. Und dann wollen wir mal schauen, was bei rumkommt. Ich muss jetzt hier das erstmal hineinstecken. Zack, Strom haben wir schon mal. Kurzer Test. Ihr seht. Noch mal kurz die Zigarette weg. So, wir fangen an. Am besten mit dem einfachen Modell aufgemacht. Bisschen Tabak genommen, hineingestopft. Ach, bei dem, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, was der kostet. Der kostet zwischen 15 und 20 Euro, in manche Läden auch 25 Euro. So in der Preisklasse ist das Ganze. So, dann nehmen wir uns jetzt eine Hülse, eine leere. So benutzen kann man jede x-beliebige, ob es nur für diesen ist, diesen oder diesen, die Hülsen, ist ganz... Kann man auch die preiswertesten für nehmen. Einmal zickzack. So. Ein bisschen runterschlagen. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Ungefähr bis hier ist er jetzt voll. Recht gleichmäßig. Man muss es natürlich auch gleichmäßig hereinmachen. Also nicht zu fest dort oder dort zu fest oder in der Mitte zu fest, dann wird das nichts. Das muss schon ziemlich gleichmäßig sein, auch bis in die Ecken drin. Dann schafft man wirklich so ein Ergebnis, dass es wirklich fast bis vorne dran ist. So, das war jetzt dieser schwarze, dieses Modell. Jetzt kommen wir zum Modell Yenem. Etwas Tabak hinein. Müsste ja eigentlich reichen. Meistens die Erfahrung sagt ein bisschen mehr hier rein. So. Gleiches Spiel von vorne. Hier herunterdrücken. Ah. Hülse ein bisschen verkantet. Ich nehme das Ding mal raus hier. Ist ja für den Test jetzt nicht ganz so wichtig. So, die Hülse wird komplett drauf gesteckt. Zurück wieder und einmal drücken. Und ein bisschen nachstopfen. So, wie ihr seht. Ja. Und fertig ist er. Hier kommt er wieder raus. Ist auch bis vorne. Und auch bis hinten. Dafür sind die aber sehr fest. Vom Prinzip auch den ganzen Tabak verbraucht. Hier ist allerdings noch jede Menge drin, wie man jetzt sieht. Ach, allzu viel ist nicht. Und nun wird das hier heruntergeschlagen. Ja, kommt schon das erste oben wieder rausgeschlagen. Der Nachteil ist, hier ist der Tabak relativ, wie man sieht, noch im guten Zustand. Durch die Spindel haben wir ein großes Problem. Das Problem liegt da drin, wie ihr seht. Im Prinzip ist dieses Prinzip mit so einer Spindel, die das hineinbefördert, wie ein Häcksler. Also für unsere Zwecke nicht zu gebrauchen.
Weiterer Nachteil durch den Test, den wir hatten, wenn man die jetzt wirklich rauchen tut, die brennt ungleichmäßig ab. Die brennt auf einer Stelle anders ab als auf der anderen Stelle. Das ist der Nachteil bei diesen ganzen. Und eben, wenn man den abaschen will, dann geht halt auch gleich die ganze Glut mit ab. Also vom Prinzip her zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht. Müll. Einfach kann man nur dazu sagen, das ist Müll, spart euch das Geld. Das bringt gar nichts, überhaupt nichts. Das hilft nur jedem einen einzigen, und zwar dem Hersteller. Nicht für uns geeignet als Raucher. Also weg mit dem Mist. So. Als letztes kommt. So, kommt er hier drüben wieder hin. Mal wieder einmal ziehen hier. So ist es nun mal mit den Nikotin-Junkies. Als letztes kommt dieses Modell, erst kürzlich zugelegt. Wie gesagt, so bei der Preisklasse so zwischen 33 Euro und 35 Euro, manche nehmen auch 36 Euro, je nachdem. Wieder etwas Tabak genommen. So, einmal schön hinein damit. Der Hebel muss ganz hinten am Anschlag sein. Dann kommt die Hülse wieder drauf gesteckt. Einmal hier runter gedrückt, festgehalten und einmal in einen Schwung, einmal zack, merkt man, dann wird es wieder leichter und dann rein. Endergebnis, ich muss nicht mehr runterklopfen, es ist wirklich bis vorne dran, wie man sieht. Man kann es wirklich schon vergleichen wie mit richtige gekaufte Zigaretten, fertige Zigaretten aus der Schachtel. So. Gleich ruhig nochmal. Und wieder einmal rein. Wie ihr seht, ist wirklich bis vorne. Ja? Sieht wirklich original aus wie richtige gekaufte. So, das Fazit. Zu empfehlen. Hierfür ist nicht ganz so einfach für Anfänger, da man das wirklich gleichmäßig verteilen muss, um ein relativ gutes Ergebnis hinzubekommen. Das war dieses Ergebnis. Die sind bis fast vorne dran. Es ist durch die gleichmäßige Verteilung ist auch relativ gut gestopft. Preiswert in der Anschaffung, aber nicht ganz einfach in der Handhabung. Da das wirklich gleichmäßig hier drin verteilt werden muss. Ist hier vorne ein bisschen fester oder hinten, kann auch die Hülse abrutschen oder sowas alles. Fazit, dieser kommt wirklich ein gekaufte Zigaretten schon sehr nah, dass es wirklich wie gekaufte Zigaretten aussehen. Also wenn ich jetzt hier, ist jetzt so eine No-Name-Marke hier, wenn ich jetzt wirklich Marlboro-Hülsen nehmen würde, würde gar keiner mitbekommen, dass es auch, oder Camel oder sonst was, würde ja gar keiner mitbekommen, dass es gar keine sind. So. Fazit zu empfehlen ist ruhig, so ein Modell lieber ein bisschen mehr Geld auszugeben. Da habt ihr wirklich Freude dran. Es ist auch wirklich alles aus Metall. Ich mache mal hier unten auf. Wie ihr seht, hier sammelt sich sogar etwas Tabak drin. Kann man dann schön wieder wiederverwenden. Sämtliche Teile sind aus Metall. Das einzige Nichtmetall ist hier so ein kleines Plastikstück. Das hat aber nichts weiter zu bewirken. Das ist nur für die Führungsschiene hier. Also vom Prinzip ist das verschleißfrei. Es ist robust und wirklich sein Geld wert. Da wurde mal wirklich was Gutes gemacht. Zu beziehen könnt ihr das im Großhandel oder halt auch im normalen Tabak- und Zigarettenladen, Zigarrenladen, je nachdem. Und es ist, wie gesagt, wirklich zu empfehlen. Denkt dran, Schrott. Wirklicher Schrott ist das. Das habt da keine Freude dran. Es war einfach und bequem, einfach rinnen und ein bisschen nachdrücken und dann geht die voll, aber die Zigaretten kann man einfach nicht rauchen, das funktioniert nicht. Die brennen ungleichmäßig ab. Das hat überhaupt keinen Sinn. Schade um das Geld. Das ist auch nicht gerade wenig Geld, zwischen 15 und 25 Euro. Hier wirklich 30, 35 Euro, dafür für diesen Preis bekommt ihr das schon. Da habt ihr wirklich was Gutes. Oder halt, wenn ihr wirklich sparsam wollt, sowas, aber das erfordert ein bisschen Übung. So, ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch
viel Spaß bei meinen anderen Videos.